Wir befinden uns diesmal auf Scorched Earth und wir erinnern uns daran zurück, als sie auf The Island waren, hat es damit geendet, dass Rockwell und Co. eben den Overseer besiegt haben und Rockwell und Helena dann eben von The Island verschwunden sind. Dementsprechend sind wir jetzt hier auf Scorched Earth, die nächste Station in der Story von Ark. Moin, mein Name ist Nico der Profi und diesmal haben wir tatsächlich zwei Storystränge, die zeitlich versetzt laufen. Das heißt, sie laufen diesmal nicht parallel, so wie es vorher auf The Island war, denn bevor Helena und Edmund Rockwell auf Scorched Earth ankommen, passiert schon einiges. Scorched Earth führt neue Charaktere ein, dazu gehört unter anderem auch Raya. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Es ist eine Priesterin aus dem alten Ägypten und so wie viele Völker, Clans, Stämme, wie auch immer man das nennen möchte, auf Scorched Earth betet auch sie die Obelisken an und denkt, dass die irgendwie göttliche Kraft haben und sie hofft immer, dass diese Obelisken sie schützen. Der Schutz funktioniert auch mehr oder weniger gut, denn John Dyker, der hier als amerikanischer Ureinwohner beschrieben wird, möchte erst ihr Camp überfallen, merkt aber, dass diese Siedlung eigentlich Schutz braucht und beschließt sich eben auch dafür, also diese Siedlung zu schützen. John Dyker und Raya verbünden sich quasi. John Dyker sorgt dafür, dass das Camp quasi trainiert wird und ausgebildet wird und so wird auch Raya dann eben ausgebildet. Aber die fühlt sich nicht so ganz wohl in dem Umgang mit Waffen und möchte das eigentlich alles nicht und verlässt sich da eigentlich eher auf die Obelisken. Aber dass die Mitglieder im Camp ausgebildet worden sind, ist eigentlich sehr gut, denn immer wieder werden sie angegriffen, zum Beispiel von Mantis oder auch eben von Händlern, die da hinkommen, um zu handeln. Und dann artet das Ganze doch in einem Gefecht aus. Das ist also bis dahin das Leben auf Scorched Earth, bis eines Tages dann die Obelisken anfangen zu pulsieren. Und das ist komisch, das haben sie vorher noch nicht getan. Und in den Explorer-Notes steht drin, dass die Obelisken die Welt entfachen, beziehungsweise den Himmel entflammen und die Welt quasi in zwei reißen. Nicht nur quasi, sondern sie reißen tatsächlich die Welt in zwei. Denn diese Schlucht, in der die Wyvern zu finden sind auf Scorched Earth, wird auch World Scar genannt und das ist eben genau der Bereich, der aufgebrochen worden ist. Das Camp von Raya und von John wird also angegriffen von Wyvern und wird eben auch verschlungen dadurch, dass sich diese Welt aufgebrochen hat. Sie verlieren im Prinzip alles und schaffen es noch zu flüchten. John konnte sich allerdings nicht vorstellen, dass jetzt die Stadt oder das Camp von Raya und John die einzige gewesen sein soll und auf Hinweise hat er eben nach einer anderen Stadt gesucht. Da ist es aber leider so gewesen, dass die Wyvern sich dort angesiedelt haben und jetzt nur noch Ruinen übrig waren und dementsprechend musste John sich da in den Ruinen verstecken mit seinen Leuten und sie wurden eben von den Wyvern belagert. Sie hatten nur Essen für eine Woche mit dabei und letzten Endes hat sich dann eben herausgestellt, dass sie nicht gegen die Wyvern ankommen werden, beziehungsweise wollte John sich eben opfern, weil er eben gemerkt hat, dass sie auf ihn den Fokus gerichtet haben. John stirbt also und rettet Raya so das Leben, weil sie konnte flüchten und hier wird es an der Stelle so ein bisschen, ja, ungenau, finde ich, in den Explorer Notes, weil sie kommt wohl nochmal zurück und hat alle Wyvern dann besiegt im Alleingang. Die Frau, die nicht kämpfen wollte, finde ich ein bisschen komisch, hat also alle Wyvern besiegt und findet auch Wyvern-Eier, die sie erst kaputt machen wollte, aber sich dann doch dazu entschließt, diese auszubrüten. Und so zähmt sie sich quasi ja eine kleine Armee von Wyvern. Nachdem Raya quasi alles verloren hat, macht sie sich eben zur Aufgabe, alle diejenigen zu beschützen, die hilflos oder wehrlos sind. So beschützt sie beispielsweise auch im weiteren Verlauf einmal Helena mit ihren Wyvern. Und generell hofft Raya eben, dass sie eines Tages die Wahrheit herausfinden wird, beziehungsweise jemandem dabei helfen kann, die Wahrheit herauszufinden, weil Raya ist auch daran interessiert, warum das überhaupt passiert ist. Das ist also die Story, die passiert ist, bevor Helena und Rockwell überhaupt auf Scorched Earth angekommen sind. Rockwell kommt auf jeden Fall vor Helena auf Scorched Earth an und sein großes Ziel ist es mehr über dieses Element herauszufinden, beziehungsweise über das Metall, was er oben beim Overseer gefunden hat. Also uns ist es halt in der Story, beziehungsweise im Spiel als Element bekannt. Natürlich, so wie jeder andere Überlebende auch, hat Rockwell erstmal Probleme, überhaupt sich auf Scorched Earth zurechtzufinden, beziehungsweise dort zu überleben. Ist eben eine knallharte Map, beziehungsweise in der Story ein knallharter Arc, aber Rockwell schlägt sich eben durch und findet dann auch Unterschlupf bei einheimischen Völkern, beziehungsweise Camps, beziehungsweise Clans, wie auch immer man das wie gesagt nennen möchte. Und auch hier ist es wieder so, dass Rockwell die alle für einfältig und dumm hält. Denn es ist so, dass die verschiedenen Stämme ja die Obelisken eben anbeten und unter anderem auch die Artefakte, die es zu sammeln gibt, verehren. Und so kommt er eben in ein Camp, wo eben schon alle drei Artefakte, die man braucht, gesammelt sind und sieht, ja, die beten die ganze Zeit an. Sag mal, sind die blöd, ich brauche die für meine Forschung. Und so entschließt er sich
dazu, dass er den wachen K.O.-Tropfen in ihre Getränke mischt, damit er sich in der Nacht rausstehen kann mit den drei Artefakten im Gepäck. Und in den Aufzeichnungen merkt man von Rockwell noch so eine weitere Charakterveränderung, beziehungsweise es geht tiefer in die Veränderung rein, denn er sagt, ich bin euch allen weite Schritte voraus und nicht nur kleine, sondern meilenweite Schritte. Und außerdem nennt er die Schaltzentrale, die es eben beim Overseer gab, wodurch sie auch auf Scorched Earth gelandet sind, Heiligtum. Wo jetzt Rockwell die ganzen Artefakte hat, sucht er natürlich Verbündete, damit er gegen, ja, den Wächter bzw. den Boss, der dann hinter dem Obelisken steht, auch besiegen kann. Und auf der Suche nach Verbündeten wird er allerdings festgenommen und kann sich aber auch da wieder rauswinden, dadurch, dass er ärztliche Fähigkeiten hat und dadurch eben Leute im Camp versorgen kann. So gewinnt er dann das Vertrauen von dem Obersten des Stammes und kann ihn dann so weit manipulieren, dass sich dieser dann dazu entschließt, gegen den Manticore, also gegen den Boss auf Scorched Earth zu kämpfen. Und hierbei ist das Ding, Rockwell freut sich zwar darüber, dass das passiert, aber vertraut auch gar nicht darauf, dass sein Verbündeter das schaffen könnte und ist eben bereit, für so ein paar Proben von dem neuen Element zu sterben. Das ist sein höchstes Ziel auf jeden Fall. Und letzten Endes schafft es eben, dieser Clan gegen den Manticore zu bestehen. Natürlich mit vielen Verlusten, die Rockwell wie immer halt auch wieder opfern würde. Und so kommt Rockwell eben an seine neuen Proben von dem Element. Weil Rockwell das noch nicht reicht, dass viele Mitglieder gestorben sind, entschließt er sich dazu, die anderen Mitglieder zu vergiften und sagt auch, dass sie es verdient haben, weil sie ihn nie angemessen behandelt hätten. Und weil der Größenwahn von Rockwell grenzenlos ist, nennt er das neue Element, was er da gefunden hat, Edmunium. Finde ich übrigens an der Stelle schade, dass es nicht im Spiel so heißt, sondern einfach nur Element ist. Und er stellt eben auch fest, dass er irgendwie ein anderes Gerät braucht, um das Zeug zu bearbeiten. Ist er dann ähnlich wie im Spiel, da brauchen wir den Tech-Replikator, damit wir Element überhaupt benutzen können. Helena Walker hingegen kommt eher zufällig auf Scorched Earth an. Wie sie sagt, hat sie da ganz viel rumgedrückt auf dem Bedienfeld, das es eben in dieser Schaltzentrale gab. Und sie sagt eben auch, dass sie ganz viele weitere Raumstationen gesehen hat und stellt eben fest, dass jeder Arc eben eine einzelne Raumstation sein muss. Ähnlich wie Rockwell muss sie natürlich auch gegen diese Gegebenheiten auf Scorched Earth ankämpfen. Das fällt ihr zunächst auch schwer, aber sie findet eben Sachen heraus, wie dass es Öl-Jug-Bugs und Wasser-Jug-Bugs gibt. Auf The Island war sie ja noch so ein bisschen skeptisch, ob das Ganze nicht doch unnatürlich angelegt worden ist, beziehungsweise konstruiert worden ist. Und auf Scorched Earth ist sie sich super schnell sicher, dass es gar nicht anders sein kann, denn sie findet eben einen Morella-Tops und das ist eine Kreuzung aus einem Ceratops, einem Morelladon und einem Kamel. So viel und ich schließe mich da ein zu dem Thema Ark ist kein Ark mehr und das ist unlogisch mit den ganzen Kreaturen, die es gibt. Ich meine, im ersten DLC hat Ark schon sowas gemacht. Ja, der Morellatops dient eben dazu, Wasser zu transportieren bzw. als Wasserspeicher und sie sagt auch, dass man da einen Wasserhahn anschließen kann. Das wäre mal interessant auszuprobieren, ob das wirklich im Spiel geht. Ja, und weiter stellt Helena Walker eben die These auf, dass es sich hier um so eine Art bizarres Experiment handeln muss, bei dem jeder Ark eben eine große Versuchsgruppe darstellt und sie denkt eben, dass der Fortschritt der Versuchsgruppen jederzeit wieder zurückgesetzt werden kann. Und das würde ja auch mit dem zusammenpassen, was eben mit den Obelisken passiert ist, dass sich eben da die Welt aufgetan hat. Denn da wurde ja ganz klar der Fortschritt der Überlebenden über den Haufen geworfen. Was tatsächlich sehr interessant ist in der Story ist, dass sie sich Rockwell zurückwünscht. Also sie möchte unbedingt sich mit ihm austauschen, mal wieder einen Tee trinken und ihn in den Arm nehmen. Sie hat also zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden, dass Rockwell sie quasi hintergangen hat, beziehungsweise gerade so ein bisschen am Abdrehen ist. Denn wie sich aus den Entdeckernotizen von Rockwell ergeben hat, hat er sich auch versteckt bei der Festnahme von Helena Walker, damit er damit nicht in Verbindung gebracht werden kann. Und wie vorhin schon angesprochen, wird eben Helena Walker von Raya und ihren Wövern gerettet. Sie wird von irgendwas angegriffen, was genau weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall wird sie gerettet und dadurch entsteht so ein Kontakt, beziehungsweise das Bedürfnis von Helena eben den Kontakt zu Raya aufzunehmen. Und durch den Kontakt von Raya werden dann auch die Verbindungen zwischen Rockwell und Helena Walker wieder zusammengeführt, denn Raya und Helena Walker können Rockwell eben finden und auflesen in der Wüste. Der war nämlich, nachdem er da alle quasi vergiftet hat, so ein bisschen am Rumirren in der Wüste und wusste nicht so genau, wo er hin soll. Bei Rockwell ist es eben so, dass er diese Freude, die Helena hat, gar nicht nachvollziehen kann und denkt, dass sie ihn um jeden Preis verraten will. Das heißt also, bei Rockwell im Kopf fangen schon ein bisschen an, die Stimmen im Hinterkopf anzusprechen und so ein bisschen die Kontrolle zu übernehmen. Und er hält sie auch für eine Verräterin, denn sie hat ja zusammen mit der Beast Queen of the Island an den Obelisken geforscht und das ging ja in seinen Augen gar nicht, weil er ist ja der Einzige, der das machen darf und der Einzige, der das Geheimnis lüften darf. Und das sagt er eben auch in seinen weiteren Notizen auf Scorched Earth, dass er das Geheimnis rund um das Edmunium alleine lösen will und das auf jeden Fall von ihr fernhalten möchte. Und auch hier ist es wieder so, dass er eben sagt, dass der Helena Walker um Schritte voraus ist, dass sie gar nicht weiß, wie schlau er eigentlich ist und was er eigentlich alles leisten kann. Und er sagt eben, solange es ihm hilft, Helena Walker zu helfen, wird er ihr auf jeden Fall helfen. Sollte es ihm aber nicht mehr helfen, können wir davon ausgehen, dass er sie auf jeden Fall hintergehen wird. Interessant ist eben noch, dass Edmund eben sehr an dem Element interessiert ist und das erforschen will
und Helena Walker eher an den Obelisken und an den Artefakten. Das heißt, beide forschen, aber haben einen komplett unterschiedlichen Schwerpunkt und Helena Walker ist immer noch ein bisschen gutgläubig. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst, denn das hilft dabei weiter, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.